was man im Bereich Routing mit Open Source Software heutzutage machen kann und was für Software dazu man benutzen kann, das wird uns jetzt der Pirmin Kalperer erzählen. Bitte schön. Ja, danke schön. Ich begrüße Sie so zum Einstieg ins Routing. Und zwar sind wir eigentlich nicht eine Firma, die spezialisiert sind auf Routing. Wir machen WebKeys, wir machen Kugelsentwicklung. Aber die Kunden kamen so von sich auf uns zu und haben gesagt, ja, wir wollen aber auch noch Routing haben. Und das hat so im Verlauf der Jahre doch einiges an Erfahrung gebracht. Und ich werde jetzt anhand von einigen Projekten ein bisschen von dieser Erfahrung weitergeben. Der erste Kunde war eine Plakatgesellschaft, die haben wir eigentlich ein WebGIS gemacht. Also es ging eigentlich um OpenLayers und da hat gesagt, können wir nicht auch nochmal unsere Zustellrouten ein bisschen optimieren? Und dann kamen andere Sachen, ja, wir haben so Plakate, wir wollen den Kunden anbieten, dass die Plakate gerade in einem optimierten Umfeld vom zum Beispiel von einem Einkaufszentrum liegen, dass er nur ein bestimmtes Einzugsgebiet an Plakaten mieten kann. Wir konnten bis dahin den Kunden schon überzeugen, dass er mit PostGIS arbeitet und deshalb haben wir gesagt, ja, alles kein Problem, wir routen mit PostGIS und haben da fröhlich begonnen, weil es gibt ja PG-Routing. Und das ist so die Software, die wahrscheinlich viele schon gehört haben. Das ist eine Postgres-Extension, die so die typischen Graph-Algorithmen kann. Das heißt, man macht einen Routing-Graph, aus seinen Geodaten muss man die routingfähig machen und dann gibt es diese lange Liste an Funktionen. Damals waren es noch nicht alle, also da die Wiki in Mexiko, die arbeitet wie wild in den letzten Jahren, da kommt jetzt immer wieder was Neues dazu. Also die war vor ein paar Jahren noch halb so lang, die Liste. Aber einfach so die wichtigsten Dijkstra, A-Stern, Shortest Path, die kann natürlich schon lange. Und unterdessen ist einiges dazugekommen. Die Arbeit ist immer dasselbe. Man muss zuerst die Daten in dieses Graph-Format bringen und dann kann ich diese PostGIS-Algorithmen laufen lassen. Also haben wir gesagt, ja, keine Sache, machen wir. Es waren so Navtec hier Daten, die haben wir reingekriegt. Kam ein bisschen Arbeit und haben diese Algorithmen laufen gelassen. Oder wie wir sagen, also wir haben es so durchchatterlo und wunderbar, haben die Routen gekriegt, haben die gegeben, also die sahen schön aus, haben die abgegeben. Der Kunde war zufrieden, hat sie dann seinem Logistiker gegeben und der Logistiker hat dann gesagt, das ist absolut unbrauchbar, was wir da ausgeliefert haben. Aber es war nicht nur unsere Schuld, erst dann kam so quasi das Kleingedruckte, was alles auch noch zu berücksichtigen wäre. Also zum Beispiel hatten wir Probleme in Fußgängerzonen, weil wir haben natürlich die Fahrverbote akzeptiert und berücksichtigt, aber die fahren ja dann doch rein mit ihren Plakatwagen und hängen die auf. Das geht, kann man abbilden, man macht irgendwie eine Maximalgeschwindigkeit von 1 km/h und schon geht es dann im Notfall auch in die Fußgängerzone rein. Man darf nicht zu hoch gehen, weil dann geht er auch durch, wenn er nicht sollte, aber das kriegt man hin. Dann gibt es so blöde Probleme, dass halt diese Plakatsäulen und die Anhaltestellen nicht am gleichen Ort sind. Das ist datenmäßig nicht unbedingt automatisiert lösbar. Die mussten wir dann halt von Hand noch Haltestellen eintragen. Und dann gibt es so Gebäude wie Bahnhöfe, wo ganz viele Plakate hängen und wir natürlich keine Fahrtrouten finden mit Daten. Das ist auch nicht so einfach zu lösen. Und dann kommen die wirklich schwierigen Probleme. Da hat er gesagt, ja, wenn wir mit dem Fahrzeug fahren, dann gehen wir zuerst eine Richtung in der Straße, verteilen überall rechts und dann gehen wir die Retourwege und verteilen auf der anderen Straßenseite. Das ist dann schon ein schwierigeres Problem. Das heißt, haben gesagt, okay, kriegen wir hin, wir splitten jetzt alle unsere Routen auf, unsere Straßen, machen 2 Routen draus, aber dann mit den ganzen Abbiegereien und so wird schon sehr knifflig. Und dann gibt es auch noch diese Autobahn, also Stellen, wo man eigentlich auch nicht hin dürfte, aber sie trotzdem irgendwie hinfahren. Also auch die waren recht schwierig. Das heißt, wir haben dann noch 1-2 Durchläufe gemacht und am Schluss konnten wir was Brauchbares bringen. Wir haben nicht die handoptimierten Routen hingekriegt, die sie über Jahre erarbeitet haben, aber wir haben auch ein paar neue Ideen gebracht.
was man machen muss bei Routing-Funktionen, es basiert immer auf dem Graph und da gibt es einen Kostenfaktor, der dann berücksichtigt wird. Und jetzt in dem Moment wäre das recht einfach, Kostenfaktor gleich Geschwindigkeit, das heißt die Zeit, die ich brauche, um wo durchzufahren. Eben noch mit dem Spezialfall für Fahrverbote und auch sonst muss man noch so ein paar Faktoren reinbringen. Sie wollen nicht unbedingt durch, Sie wollen schon auf den Hauptstraßen bleiben, wenn es irgendwie geht. Das heißt, Sie wollen nicht beliebige Abkürzungen durch Quartiere machen. Das heißt, man schraubt dann schon sehr lange an diesen Kostenfaktoren. Dann habe ich gesagt, eben, dass die Fahrtrichtungsproblematik und die manuellen Pflege von Haltepunkten. Was jetzt hier noch ein größeres Problem war, wenn wir das für einzelne Städte gemacht haben, funktioniert das wunderbar mit Dijkstra A-Stern, also performant. Aber wenn wir jetzt dann nationale Routen anschauen oder weitere Distanzen, dann sind diese Algorithmen schon nicht mehr so gut, weil die durchsuchen wirklich quasi alle Varianten. Und das heißt, sie machen nicht zuerst die Autobahnverbindung von Stadt A nach Stadt B und dann die Feinverteilung, sondern sie suchen sich alle möglichen Routen. Das heißt, es wird sofort um Faktoren langsamer, wenn ich großflächiger werde oder wenn ich auch international werde, funktionieren diese Grundalgorithmen rein für sich allein eigentlich nicht mehr. Da muss ich schon andere Optimierungen finden. Und deshalb im Nachhinein eigentlich ist jetzt hier PG-Routing wahrscheinlich nicht das Richtige gewesen, war unser Fazit. Und deshalb einige Alternativen. Was jetzt eigentlich ein bisschen ausgerichtet ist auf diese Problematik, ist Graphhopper. Will ich jetzt aber nicht viel davon erzählen. Ich habe gerade die Folie kopiert, die dann auch noch kommt. Im nächsten Vortrag ist eine Java-Bibliothek, Webservice für Routing, kommt auch von OpenStreetMap her, kann aber auch eigene Daten verwenden, bietet dieselben Algorithmen und noch einiges mehr und ist aber schon ein bisschen hat mehr Logik drin. PG-Routing ist wirklich Graph, Kosten, fertig. Es hat keine Business-Logik oder irgendwas drin. Die muss ich alle selbst machen. Und da gibt es dann schon Routing-Engines, die schon ein bisschen mehr Wissen vom Problemgebiet haben, die dann halt je nach Problematik bessere Konfigurationsmöglichkeit bieten und auch bessere Resultate liefern dadurch. Anwendung Nummer 2, was ganz anderes, da hieß es, wir haben Cookies im Einsatz, online und offline, und wir wollen Straßenrouting machen. Online ist was ganz anderes als offline. Fürs Online ist es relativ einfach, das haben Sie sogar selbst gesagt, wir wollen Open Route Service nutzen, also es gibt Online-Services, wo ich halt A und Start und Ziel eingeben kann und kriege dann eine Route. Oder auch Isochronen, solche Sachen gibt es Online-Dienste. Offline ist eine andere Geschichte. Und da wäre jetzt auch Postgres kein Kandidat. Deshalb war es für uns jetzt hier ein Fall für Spatial Light. Und das kommt dann im übernächsten Vortrag noch im Detail. Und die Daten OSM. Deshalb hier noch eine Folie zu Spatial Light. Uiui, ein bisschen verunstaltet im Titel. Spatial Light ist eine Single-File-DB, also ein einzelnes File, das man aber über SQL wie eine DB anspricht. Und das hat eine Erweiterung Virtual Network. Oder jetzt neu in der kommenden Version wird es Virtual Routing heißen. Die Algorithmen sind jetzt wieder so die Basis-Algorithmen, Dijkstra und A-Stern. Was es hier gibt, das ist sehr praktisch, es hat so ein Spatial Light OSM-Net, also ich kann direkt OSM-Daten einlesen. Was aber häufig der Fall ist, wenn man nur an gewissen, also es hat schon spezialisierte Importe, die sagen Spatial Light OSM-Net Straßenverkehr und dann filtert der auch die entsprechenden Straßen raus oder auch für Schiene, ich kann sagen Schienenverkehr, dann filtert der da. Aber je nachdem muss man auch noch vorfiltern, dass man halt zuerst die OSM-Daten vorfiltert, bevor man sie da dem Spatial Light füttert. Und dann geht es eigentlich sehr ähnlich. Ich habe dann SQL-Funktionen, die ich dann zum Routing brauchen kann. Das sah jetzt konkret so aus. Also das ist jetzt das Desktop-GIS mit der Isochron-Funktion. Und eben offline funktioniert eigentlich sehr gut, also auch größere Daten. Kann ich durchaus empfehlen. Eben auch sehr einfach, das heißt, ich habe die Kostenfunktion, ich muss einfach
die Kosten halt, die Daten so aufbereiten, dass ich eine Kostenfunktion habe, die dann dieses Resultat liefert, das ich benötige. Aber jetzt so eben schon das grundsätzliche Straßenrouting funktioniert man schon recht gut. Also man ist noch nicht Weltklasse, aber so für die Anforderungen hat es gereicht. Jetzt gibt es hier noch weitere mögliche Anforderungen. Das war jetzt einfach die Basisanforderung. Ich will Straßenrouting machen. Ein bisschen komplizierter wird es, wenn es dann halt multimodal werden soll. Also wenn ich halt irgendwie Schiene, Bus, Fußweg mischen will. Und da bin ich dann eigentlich mit diesem Ansatz schon, da wird es schon sehr schwierig, wenn ich einfach den Graph für mich aufbereiten muss, dass er sowas rauskriegt. Das heißt, da gibt es dann schon wieder spezialisierte Engines, die eigentlich diese Multimodalität schon voraussetzen oder unterstützen. Also da wird es dann zu schwierig, wenn ich einfach den Graph so aufbereiten soll, dass er mir verschiedene sinnvolle Varianten gibt von verschiedenen Transportmitteln. Auch kompliziert wird es, wenn ich anfange, Fahrpläne einzubeziehen. Also wenn ich ÖV-Routing machen will, dann reicht eben nicht nur die Strecke, sondern ich muss ja auch noch den Fahrplan anschauen. Also ich muss die Zeit berücksichtigen, wann bin ich an dem Punkt, fahre dann einen Bus. Dann wird es auch nochmal eine Stufe komplizierter. Und auch da gibt es jetzt wieder andere Software, die das halt schon ein Stück weit eingebaut hat. Und eben so Nahverkehr, Fernverkehr, was ich vorgesagt habe, dass halt eine Routing Engine zuerst schaut, gehe ich mit dem Schnellzug ein paar hundert Kilometer und dann Feinverteilung mit lokalen ÖVs. Das sind auch wieder andere oder noch zusätzliche Algorithmen, die ich da für diese Fern-Nah-Unterscheidung berücksichtigen muss, damit ich auch die Performance habe, um das Echtzeit machen zu können. Und dann hatten wir auch schon Anforderungen, wir wollen dann auch nicht einfach normale Autos routen, sondern Spezialtransporte. Das heißt, da muss ich bei allen Straßen noch berücksichtigen, kommen auch die großen Lastwagen durch und hat Kreisel drin und solche Sachen. Das sind dann mehr wieder Datenprobleme, dass ich halt wirklich die Daten so habe, dass ich das routen kann. Jetzt Alternativen in dem Gebiet, vor allem im OpenStreetMap-Bereich, da hat es eine ganze Sammlung von Routing Engines gegeben, auch dadurch, dass es halt OpenStreetMap als weltweiten Datensatz gibt, haben da verschiedenste Leute Routing Engines gemacht und da habe ich jetzt gar nicht aufgelistet, was es alles gibt. Es gibt eine gute Wiki-Seite, die schon mal einen Startpunkt gibt. Herausgepickt habe ich jetzt Valhalla, das unterstützt jetzt eben zum Beispiel multimodal und Time-based Route, das wird jetzt, also ist von Map10 entwickelt worden, die dann von Mapbox aufgekauft, oder das Team wurde dann von Mapbox aufgekauft und Map10 gibt es ja nicht mehr, aber Valhalla gibt es noch und das wäre jetzt ein möglicher Startpunkt, wenn ich diese komplizierten Anforderungen habe, die ich vorgezeigt habe. Anwendung Nummer 3, wieder was ganz anderes. Kam jemand mit einem CO2, der will eine CO2-Plattform machen. Da hat gesagt, okay, ich muss zum Beispiel, also der will für Warentransporte CO2-Verbrauch errechnen und da muss er eigentlich die Transporte relativ genau kennen, die Distanzen und zum Beispiel mit Eisenbahntransport will er unterscheiden zwischen elektrischen Strecken, Dieselstrecken. Er will auch nach Land unterscheiden, weil er da verschiedene Energieerzeugungsarten hat, wo er dann den CO2 Verbrauch rechnet. Und dann zweite Stufe, also haben wir immer noch gesagt, ja, kein Problem, Eisenbahnrouting, OSM kann das sicher, hat das sicher. Dann kam man noch mit Schiffsrouting, da waren wir schon ein bisschen unsicher. Und zwar will der Schiffsrouting sowohl auf dem Meer, das ist was ganz Neues irgendwie für uns, oder auch nicht für uns nicht so naheliegend so. Aber dann kann man auch noch, ja, die Flüsse muss ich natürlich auch noch haben, also er will dann auch noch die Flusstransporte dazu haben und das ist wieder was, gut, das ist eher dann wieder ähnlich den Straßen, aber eigentlich sind es zwei komplett verschiedene Dinge. Eisenbahn hat sich bewahrheitet, OSM ist der einzige weltweite Datensatz, den es gibt, sonst ist Eisenbahn ein ganz schwieriges Thema, haben wir jetzt festgestellt, muss man dann national nachforschen, überall, wo ist jetzt wirklich Diesel und wo ist elektrisch. Jetzt haben wir gerade letzte Woche noch China herausgefunden, wo was ist. Also da muss man
viel recherchieren. Aber OSM hat ein weltweites Netz, mal ein Basisnetz, das sehr gut ist. Die Länder haben wir aus Natural Earth genommen. Zuerst war nur die Anforderung Schienen nach Land. Das war noch einfach, mussten wir einfach die Strecke suchen und dann verschneiden mit den Ländern. Aber dann kam die Anforderung, wir müssen aber noch pro Land wissen, ob es elektrisch und wie weit elektrisch, wie weit Diesel. Und das war dann schon nicht mehr so einfach. Das heißt, wir haben alle Daten vorverarbeitet und haben alle Segmente verschnitten mit den Ländern und die elektrisch-Diesel-Attribute drauf getan. Kostenfaktor war jetzt in dem Fall einfach, kürzeste Strecke plus noch so ein Dieselmalus, dass man, wenn möglich, Dieselstrecken umfährt. Probleme, OSM-Daten sind super, aber doch, man sieht noch viele Lücken, wo man jetzt, so, wenn man es einfach anschaut, merkt man, es ist, kann sicher nicht alles so sein, wie es da ist. Da hat es noch einige Lücken, die wir dann von Hand füllen mussten mit viel Recherche. Zum Teil hat es auch zu viele Daten. Da sind irgendwelche Rangierstrecken drauf, die man nicht so einfach rausfiltern kann, die dann auch wieder so irgendwie 100 Meter Diesel ergeben im Resultat, was dann auch wieder seltsam war. Beim Länderverschnitt hatten wir dann noch Probleme mit Bahnlinien, die ganz am Küstenrand oder an der Grenze verliefen und die Auflösung unserer Länder nicht genau übereingestimmt hat mit den Schienenauflösungen. Das heißt, da hatten wir dann auch noch Handarbeit, um die Daten hinzukriegen, aber wir haben es geschafft und die Resultate waren jetzt für die Anwendung gut. Also hier jetzt Beispiel so von Mailand nach Dresden, die kürzeste Strecke, die rein kürzeste Strecke. Ich kann jetzt das Deutschland nicht genau beurteilen, also die Schweizer Teil stimmt sicher und so. Wir haben schon einige Strecken prüfen lassen und das macht wirklich Sinn, was da rauskommt. Da gab es und gibt es vielleicht noch Vorträge, wirklich, die auf die Eisenbahnrouting noch speziell eingehen. Für unsere Zwecke war das schon mal gut. OSM-Daten aufarbeiten und so einen Graph-Algorithmus rüberlassen, das funktioniert. Dann Schiffsrouting ist, wie gesagt, was noch ein anderes Kapitel. Daten haben wir in Natural Earth genommen. Habe mir zuerst auch OSM genommen, aber die Flüsse da waren viel zu detailliert. Da kommt jeder Bach ist da drin und wir hatten und wir konnten sie nicht attributiv rausfiltern. Und das heißt, Natural Earth hat viel weniger drin, aber für uns genügend. Wir mussten dann die Ligen segmentieren und ans Meer noch anbinden, zum Teil, weil die Auflösung halt nicht überall stimmt. Das Meer haben wir ganz anders gelöst. Also, da gibt es einerseits rasterbasierte Ansätze, aber wir waren jetzt schon auf diesem Graph-Ansatz, deshalb haben wir uns für dieses Gitternetz entschieden. Also wir haben zuerst einfach ein weltweites Gitternetz gemacht, haben die Landmassen rausgeschnitten. Also hier ist jetzt 10 Grad, das ist natürlich viel zu grob, aber einfach, dass man was sieht. Und dann haben wir die Flüsse reingesetzt und alle Häfen und haben die noch an den nächsten Knoten angebunden und sind so zu guten Resultaten gekommen. Also wir mussten den Routing-Graph erstellen natürlich, Kostenfaktor, die Segmentlänge auf WGS84, das ist dann noch wichtig, weil halt wirklich die ganze Erde, da muss man schon schauen, dass man das richtig rechnet. Und das gibt jetzt zum Beispiel für Basel, Mumbai, gibt das jetzt so eine Route, die auch jetzt für Nicht-Seefahrer sehr plausibel aussieht. Im Detail wird es da schon noch ein paar Sachen zu bemängeln geben, aber für unseren Zweck, die Distanz musste stimmen, das ist nicht dann für die Schifffahrt direkt, sondern halt für diese Berechnung war das eigentlich schon sehr gut. Und wir können wirklich eine Route angeben. Letzte Folie. Fazit ein bisschen, also es gibt verschiedene Klassen von Routing Engines, die man sich vor Augen führen muss. Es gibt so die Online Engines, die decken schon sehr viel ab. Das heißt, vor allem im OSM-Bereich gibt es viele Engines. Dann gibt es die kommerziellen. Der Stern ist da, ich darf sie nicht für alles brauchen. Ich darf zum Beispiel nicht Google Routing machen, aber meine eigene Karte dahinter haben. Das heißt, da muss man aufpassen, dass man legal bleibt. Für die eigenen DBs habe ich gesagt, gibt es hier OSM Routing Engines und Postgres PG Routing. Und Mobil Offline ist eigentlich so ein Geheimtipp, Specialite. Und auch da gibt es aber noch mehr Sachen. Gut, danke schön, das war so die Einführung.
Dann haben wir noch Zeit für Fragen. Super, das war eine Punktlandung, würde ich sagen. Vielen Dank. Gut, Sie haben jetzt Gelegenheit, Fragen zu stellen. Bei den Fragen bitte darauf achten, bis einer von uns beiden mit dem Mikro da ist, damit wir das auch in den Saal und auf den Film übertragen können. Gibt es Fragen aus dem Plenum? Vielen Dank für den interessanten Vortrag. Verbessern Sie auch OSM-Daten, wenn Sie jetzt einen Fehler in der Topologie feststellen, also dass dort irgendwie Linien nicht verbunden sind, also dass Sie das auch wieder zurückspielen auf die OSM-Datenbank? Gibt es da eine Routine? Also das, was wir gemacht haben, das hätten wir nicht rückspielen können, weil wir halt so wirklich die unbeliebten Massen-Eddies gemacht haben. Das heißt, wir haben es im Cookies geöffnet, machen Rechteckselektion und sagen, das ist jetzt Diesel. Das dürfen wir nicht zurückspielen in OSM. Sonst, also wirklich Fehler in dem Sinn haben wir gar nicht gefunden. Also dass jetzt wirklich Löcher drin waren. Also das Routing hat sehr gut funktioniert. Also da gab es jetzt gar nichts zu korrigieren an den Daten eigentlich. Wir mussten wirklich ergänzen und halt so grob ergänzen, dass wir das nicht zurückspielen dürfen. Ja, ein Aspekt bei den Routern, der wäre auch ein Werkzeug für OpenStreetMap intern. Wenn man zum Beispiel Routen zusammenstellen muss, dass man quasi den Anfangs- und den Endpunkt einfach festlegt, dann mit einer Routing Engine das erstmal routen lässt und dann einzelne Punkte anfassen, bis man sie quasi auf die Routen draufgezogen hat. Was fehlt, ist quasi ein Export in eine Relation, dass man diese Geschichte dann als Route in OpenStreetMap verwenden kann. Das wäre sehr hilfreich für viele Mapper, die sich mit Relationen nicht auskennen und von daher so eine Route sich selber zusammenstellen, das können Sie alle. Und wenn Sie ja wissen, ja, der Bus fährt da lang, machen Sie es eben mit dem Routenplaner und Sie brauchen eigentlich nur eine Exportfunktion, die das als Relation rauswirft. Gut, ja. Nochmal kurz eine Frage zu der Plakatierungsgeschichte. Ich hatte mit ähnlichen Sachen vor Jahren auch schon mal zu tun gehabt. Meine Erfahrung war eigentlich, wenn man anfängt, diese Bedingungen, die Sie angesprochen hatten, von wegen rechts, links und anhalten und tralala, wenn man die alle zu Fuß an diese Sachen anträgt, ist die Ersparnis durch automatisiertes Routing gegen null, also auf gut Deutsch, wenn man das manuell macht, ist man genauso schnell. Wie sind denn da Ihre Erfahrungen? Sind die ähnlich oder eben kann man da tatsächlich denn Zeit sparen damit? Also ich habe es vielleicht nicht so klar ausgedrückt, aber ich muss auch sagen, schlussendlich, jetzt für dieses Graph-Routing ist die Problematik zu kompliziert. Ich kriege die Daten nicht. Oder ich muss so einen Riesenaufwand in das Zurechtbiegen der Faktoren reinstecken, dass sich das eigentlich nicht lohnt. Trotzdem würde ich sagen, es gibt zum Teil wirklich neue Ideen. Also ich würde es halbautomatisch machen. Mir irgendwie Inspirationen von der automatischen Routing nehmen und dann handoptimieren jetzt in der Praxis. Meine Frage ist, Sie haben offenbar viel Erfahrung, jetzt Daten aus verschiedenen Quellen zu verarbeiten und in beliebige Engines zu packen. Da würde mich interessieren, wie groß ist der Model Mismatch? Also wie groß ist die Arbeit, die man machen muss, um das hinzukriegen? Also insbesondere, wenn die Strukturen komplizierter werden, wenn ich nicht nur Kostenfaktoren habe, sondern auch Abbiegebeschränkungen und solche Sachen. Ich kann es gar nicht so, ich kann noch generell antworten, die Hauptarbeit liegt immer in den Daten eigentlich. Also das ist eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Man steckt viel, viel Arbeit in die Daten rein. Schlussendlich ist man da am Korrigieren, am Feilen. Und eben die Mismatches haben wir und zum Teil gewisse Sachen kann man automatisieren, dass man da die noch automatisch korrigiert. Eben, man merkt es am Anfang nicht, aber dann sieht man, aha, meine Länderauflösung stimmt jetzt nicht genau überein mit der Flussauflösung, weil es sind andere Datenquellen. Gewisse Sachen kann ich dann halt SQL-mäßig automatisiert lösen und dann kommt viel Handarbeit. Habe ich kein Patentrezept dazu. Aber man muss einfach, also das sind auch zum Teil auch Kunden, nicht realistisch, die sagen, ja,
wir wollen jetzt Routing haben, dann sagen sie, dann einen Fußgänger müssen wir haben und Velos und Trams und so. Und wir sagen dann, okay, pro Medium, pro Typ, wir investieren mehrere Tage nur, um die Daten aufzubearbeiten. Das muss einfach bewusst sein. Jede Routing-Art und jedes Medium braucht eine andere Aufbereitung der Daten oder andere, sind andere Daten. Das gibt einfach viel, viel Arbeit. Gut, eine Frage machen wir noch. Ich hätte mal eine Frage zu dem Spatial Light Routing. Wie ist das denn im Vergleich zu anderen Lösungen, wie zum Beispiel B-Router oder Graphhopper, die funktionieren ja auch offline. Wo sind da die Vorteile von Spatial Light oder wie vergleicht sich das vom Funktionsumfang? Also Funktionsumfang ist nicht sehr groß, ist wirklich Dijkstra und A-Stern-Routing. Aber es ist ein File, es ist eine SQL-Schnittstelle, das heißt, ich kann ein Mini-Python-Programm schreiben, das mir einen SQL-Aufruf auf ein File macht. Also ich meine, das ist quasi der Vorteil, dass es so kompakt und einfach ist, technologisch. Ich brauche keine Server-Komponente. Ich kann wirklich sogar mit einem Skript einfach eine Route rausspucken. Also das ist eigentlich der Hauptvorteil von Spatial Light, dass es so minimal ist. Ja gut, vielen Dank. Wenn es sonst noch Fragen gibt, du bist ja noch ein bisschen länger hier.